So Leute, wir sind jetzt gleich in der Nähe, wo es dann ins Lahmlustal. Klar, mal Helm zu machen, hört ja nicht. Wir sind jetzt gleich in der Nähe, dann wo es ins Lahmlustal geht. Und ich nehme euch einfach jetzt wieder mit. Guckt euch das Panorama an, einfach geil. Hallo! Ah, herrlich. Guckt euch an, Leute. Einfach Wahnsinn. Einfach der blanke Wahnsinn. Seht ihr das da drüben? Alter, das Wasser, dieses Tal. Milchig, grün, blau. Der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Wir sind hier unterwegs im Lechtal. Das, was ihr da eben vielleicht kurz durch die Bäume gesehen habt, das war die Lech. Ich hoffe mal, wir kriegen sie noch mal ins Bild. Wie ihr seht, es liegt da noch reichlich Schnee. Wir wollten eigentlich mal eine Runde übers Handenjoch, aber da ist noch Wintersperre. Angeblich kann man wohl von hier bis hochfahren, aber drüber kommt man auf keinen Fall. Jetzt geht's gleich ab Richtung Lahmlustal. Ist halt jetzt so von der anderen Richtung, nicht so wie die meisten Videos auf YouTube sind, da sie von der Bushaltestelle aus starten. Wir fahren sie andersrum. Wir kommen halt mal von der Seite. Geil, geil, geil. Einfach nur geil hier. Die wärst du gar noch hinterher, die. Ja, lass es doch. Ich muss mal schnell den Akku wechseln. Ja. Ich habe eine Frage, warum genau fotografiert ihr mit dem Handy? Hä? Keine Ahnung. So. Ja, Polizeikontrolle. Sag ich jetzt mal nichts zu. So, ich habe jetzt den Akku kurz gewechselt, weil ich das Lahmlustal
gern voll drauf haben will. Alter Verwalter, es geht aber auch schön hier. Spielkind. Hier muss man halt wirklich rechnen, dass an jeder Ecke stehen könnten. Lieferschein, das ist natürlich auch geil. Junge, geht das hier runter. Wenn du dich da irgendwie schmeißt, Buch zu, Feierabend. So, ab hier ist wieder offen. Macht er hier. Hier, wie geil, schöne Wasserfältchen. Der Gang ist schon zu tief hier. Geil das ist, ey, auf Google Maps sieht man das echt überhaupt nicht. Ja, ich fahre relativ eng an der Mittellinie, wobei ich dazu sagen muss, das geht auch nur, weil man hier recht gute Sicht hat. Ein Klang hier an den Felswänden lang. Hell,
fahre, hier ist 100. So, ich will nur mal kurz Fotochen machen. Ja, können wir machen. Aber dann ohne Helme, oder? Warte mal, ich mach meinen Bock erstmal aus hier. So, ihr seht, es geht weiter mit dem Lahmlosheim. Wir haben kurz Päuschen gemacht, Fotochen gemacht, habt ihr ja gesehen. Dann wollen wir mal weiter. Ach, ey, sau warm, sau geil. Es ist sau wenig los hier im Lahmlostal. Was für uns natürlich umso schöner ist. Man lässt sich einfach herrlich fahren heute. Ist erlaubt. Ich persönlich finde, die reichen hier. Die Kumpels haben gemeint, es könnte ein bisschen flotter gehen. Sind hier ganz schöne Bodenwellen mit drin. Der dritte Gang ist wirklich hier zu viel. Einfach genial. Ich glaube, im Hochsommer wollte ich hier nicht fahren. Ich glaube, da hält es hier nicht aus. Wenn hier richtig das, die Wärme drin steht im Tal. Alter Verwalter. So, wir sind jetzt schon namlos. Einfach herrlich hier mit kleinen Bächlein. Einfach schön.
Die Spielkinder. Ja, kriegt's auch nicht. Ja, so weit unten bist du nicht hergenot. Na, da hat nicht viel gewählt. 15 cm. Ist das eine geile Gegend hier. Da hatte ich nicht viel Schwarzleute, aber einfach genial hier. Aber hier musst du auf jeden Fall seefest sein. Du wirst hier seekrank bei dem Hin und Her. Ah, ist das geil. Und Leute, der Ausblick, ne? Geil, geil, geil.
wirklich schreit. Und wieder 50. Leute, fahrt ins Allgäu, wenn ihr Motorrad fahren wollt. Das ist ja hier sowas von geil. Ach, Helmchen auf. Lord Helmchen! Hier ist auch ein kleiner Skilift. Eieiei, bläst das hier. Das herrlich. Wie gemalt hier die Landschaft. Absolut geil. Muss man echt tierisch aufpassen, die haben hier überall so kleine Blitzkästen stehen.
habe ich einen Drucker auf den Ohren. So, das war's mit dem Namlotal so langsam. Wirklich eine absolut zu empfehlende Strecke. Macht richtig Spaß. Jeder, der mal hier unten ist, sollte mal hier gefahren sein. Absolut geil. Ich verabschiede mich jetzt einfach und sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer Rhöntreiber. Tschüss.